Hallo Leute, endlich Box von Oktober, diese Upgrade Mystery Box ist zu mir gekommen. Das ist diese Oktober Box 38. So, bevor ich diese Box öffne, ich möchte euch ihr bitten, dass Sie meine vorherige Video angucken. Da erzähle ich über mein Event, der am 25. November stattfindet, und ja, und da ist alle Info zum Teilnehmen. So, und jetzt öffnen wir diese Mystery Box. Heute, das ist da wird, wahrscheinlich mit Halloween-Thema oder so. Ich weiß nicht. Wow, diesmal ist ein bisschen andere Verpackung. So. Aha, diesmal ist interessant. Ja. Ha. Das ist diese mit Gravuren, das ist etwas da. So, etwas man rauskratzen. So. Aha, okay. Okay. Aha. Ja, das ist von diesem Künstler. Aufkleber. Aha, okay. So, Scratchboard, so. Ist das ja auch noch dazu? Gucken wir, was hier interessant. Ja. Interessant, gucken wir, was ist. Ah, was ist das denn? Ah, das ist Tinte von Royal Talents. Okay. Das ist diese Dinge zum. Ah, das ist für jede, das soll ich diese rauskratzen Ding. Aha. Wow, das dieses Mal ist echt spannend. So, das Dusche. So, aha. So. So. Das ist. So. Ah, das ist ein gutes Ding. Ich hatte sowas in der Lettland. In meiner Wohnung da. Ich habe das da gelassen. Okay. Öffnen wir das mal. So. Das mit dieser Klinge, das ist ja. Okay, und was ist das wieder? Ah, weiß. Das da steht geeignet für Maltechniken, für Details und Texturen und Multimedia-Panel. Da muss man in diese Zeitschrift gucken. Was ist da so ein interessantes Ding? Clayboard. Da steht. Das steht. Das ist diese alle Klinge. Transportiert, Transferpapier. Okay, das ist dieser Künstler. Und der macht solche Dinge. Okay. So. Da kann man ein Video gucken, wie das alles funktioniert. Wie macht er das alles so? Okay, da ist dies alles. Kreuzschraffur. So. So funktioniert. Aha. Okay. Ah, das muss man irgendwo. Das. Da auf solchen Oberfläche, da kann man keine Fehler machen. Am Anfang immer machen dann Zeichnung auf diese Papier.
Dann machen wir das auf diese Kopierpapier, diese schwarze. Und dann auftragen so. Okay. Und das ist andere Künstlerin, die sowas macht. Und das ist von vorherigen. Es geht um Tiere. Starting from scratch. Das ist dieses Thema. So. Und da ist dieser Preis. Mehrere solche Dinge. Aber da ist insgesamt kein bestimmtes Thema wie vorher. Das ist. Ja. So. Jetzt, ich muss echt überlegen, was ich damit machen soll, was ich kreiere und ja, muss mir überlegen, weil das ist etwas Neues für mich. So, dieses Bild ist jetzt kreiert, ist schon fertig, ist schon Abend. So. Und was würde ich sagen insgesamt? Ja? In dieser Zeitschrift wurde gesagt, dass dieser Ding, das löst sehr leicht ab. Ja? Aber nein, das ist irgendwie nicht so leicht und nicht so ergiebig, ja. Nur wo irgendwie einigermaßen dünnere Schicht, ja. Auf diesem Farbe löst ergiebiger, ja. Und auf diesem, ich plane später irgendwelche diese Fledermaus oder sowas machen, aber irgendwann später. So. Aber jetzt ein bisschen über diese Hase. So. Dieser Tusche ist irgendwie einigermaßen okay, aber wo ist die dickere Schicht? Das lässt sich nicht so leicht so ein Scratching zu machen, ja, diese Striche, Striche oder so, wie das richtig? Egal. So, diese Linien habe ich mit Posca-Benz gemacht. So, insgesamt das sieht einigermaßen okay. So, das kann auch sein. So, diese Box war sehr interessant. Ja. Aber ich erinnere mich, dass solche Technik habe ich schon Kindern in Schule beigebracht, aber wir haben das anders gemacht. Auf Papier. Wir haben erst mit Ölpastelle das drauf gemacht, dann mit Haarspray, mit Dusche drauf und das lässt sich auch sehr leicht zu scratchen, ja. So, das kann auch sein, wenn da gibt kein solche, diese spezielle Patterns. Solche Dinge kosten 6 Euro. Oh Gott. Ja. Okay, dann. Ich wünsche Ihnen schönen Abend. Tschüss.